Du hörst den Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir heute im Interview ist David Zurek, Erfinder der Digitalfabrik, haben wir gerade festgelegt. Hi David. Hallo Norman. Hi. David, bevor wir loslegen hier mit unserem lockeren Talk, magst du dich selbst kurz vorstellen? Ist eine rhetorische Frage an dieser Stelle. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich? Also, ich bin der David Zurek, wie du mich schon vorgestellt hast, komme aus Bamberg. Mhm. Privat- und Arbeitsleben vermischt sich bei mir sehr stark, von daher kann man das gar nicht differenzieren. Hab grundsätzlich beziehungsweise mich interessieren viele neue Themen, die auf der Welt so geschehen oder vielleicht die es noch nicht auf der Welt gibt. Das treibt mich an, das pusht mich und motiviert mich, immer wieder neue Dinge zu tun. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Also ich habe einen bunten Lebenslauf angefangen tatsächlich mit Schrauben an Zweirädern und Vierrädern, also PKWs. Grund des Ganzen war oder ist, dass meine Eltern eine eigene Kfz-Werkstatt eröffnet haben, auch selbstständig sind. Und dementsprechend bin ich auch in die Selbstständigkeit, sage ich mal, reingewachsen, aufgewachsen, so erzogen worden. Also schon immer selbstständig Dinge umzusetzen und zu tun. Sollte dann tatsächlich eigentlich mal die Kfz-Werkstatt übernehmen. Das hat mir dann ein, zwei liebe Doktoren haben mir das dann mehr oder weniger untersagt, da mein Rücken nicht ganz mitgespielt hat. Mhm. Ja, und dann kam natürlich die Orientierungsphase, was macht man jetzt? Leben war schon immer darauf ausgelegt, dass ich eine Werkstatt übernehme, da auch selbstständig werde, aber halt an Kraftfahrzeugen schrauben. Hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht, musste mich dann umorientieren und dann kam das World Wide Web auf mich zu. Hat mich zumindest in seinen Bann gezogen, hat mich sehr interessiert. Es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, in dem Webseiten so entstanden sind. In dem Zeitalter habe ich mich auch dafür sehr stark interessiert und wollte einfach wissen, wie funktioniert so eine Webseite? Was ist dieses HTML, von dem sie mal alle sprechen? Ja, und tatsächlich hat es so bei mir begonnen, Learning by Doing. Habe mir das Ganze angeschaut mit einem damaligen Freund, der schon selbstständig in der Richtung war, mal so ein Praktikum gemacht, hat mir tierisch Spaß gemacht, habe dann tatsächlich umgeschult zum Informatiker, habe mir da nochmal intensiver das Programmieren beigebracht, softwareseitig, aber auch webseitig, also mit Webtechnologien. Bin dann nach dieser staatlichen Ausbildung nochmal ein Jahr angestellt gewesen als Entwickler, habe aber sofort gemerkt, deswegen nur ein Jahr, das ist nichts für mich. Dieses Angestelltensein, habe auch meinen Kopf damit eingebracht, hatte da tatsächlich auch die Möglichkeit, mit dem damaligen Geschäftsführer eine Doppelspitze zu bilden, wollten einen zweiten Standort aufmachen, habe ich freundlicherweise abgelehnt, weil ich mich menschlich nicht mit ihm verstanden habe. Mhm. Und das ist nämlich eins der Learnings der letzten Jahre. Der Mensch dahinter ist super wichtig und dementsprechend bin ich heute auch noch sehr froh darüber, über diese Entscheidung, dass ich die nicht getroffen habe, mit ihm in die Geschäftsführung zu gehen. Ja, wurde aber dann dementsprechend auch kurzfristig danach tatsächlich freigestellt und entlassen. obwohl natürlich alles abgesprochen war, dass ich im Nebenerwerb da auch tätig war. Er mich aber als Konkurrenz gesehen hat. Mhm. Dementsprechend bin ich von heute auf morgen in die Selbstständigkeit in dem Bereich reingerutscht. Habe hier ein Büro bezogen in Bamberg auf der Erberinsel und habe zusammen mit ein paar Kollegen verschiedene Webprojekte umgesetzt. Aber interessant, dass viele mit dem Thema Web und Website bauen damals angefangen haben, ne? Ja, wahrscheinlich, weil es auch in dem Zeitraum auch wirklich so einen richtigen Push gab in dem Bereich, ne? Ja, absolut. Ja. Weil was gab es denn früher? Einfache Webseiten, Webvisitenkarten, habe ich immer gesagt, ne? Mhm. Und irgendwann konnte man dann tatsächlich auch mal wirklich schöne Funktionalitäten, also auch mal Logiken abbilden, Prozesse abbilden über Software und sowas hat mich immer fasziniert. Wie kann man
Dinge vereinfachen mit bestehenden Technologien oder vielleicht mit Sachen, die es noch nicht gibt. Wie kann man die entwickeln? Ja, wie schon am Intro erwähnt, alles, was neu war ist oder neu ist, auch heutzutage noch, interessiert mich und zieht mich in den Bann. Genau, und dementsprechend selbstständig war hier circa, ich würde jetzt mal, jetzt darf ich mal nicht ganz lügen, 1,5 oder 2 Jahre als One-Man-Show, sage ich immer, als Agentur tätig. Ich habe wirklich hier vom Webdesign bis hin zu Flyer-Design, Webseitenentwicklung, Shops, also im E-Commerce-Bereich tätig, bis hin zu komplexen Konfiguratoren, die damals sogar auf dem iPhone 5 noch gelaufen sind. Ja. Spannende Zeit gewesen, bin dann tatsächlich, weil ich für eine Gesellschaft tätig war, die auch ja, eigene Produkte auf den Markt bringen wollte, ich sage jetzt mal rausgekauft worden aus meiner One-Man-Show-Agentur, bin dann bei dieser GmbH mit eingestiegen und wir haben dort dann ein hybrides Geschäftsmodell aufgebaut. Bedeutet, wir haben zum einen tatsächlich ganz normal dieses Agenturgeschäft weitergeführt, also Kunden bedient mit E-Commerce-Webseiten überwiegend oder spezieller Software, die im Web funktioniert, sind da ziemlich schnell auf 20 Mann gewachsen. Und zum anderen, auf dem anderen Bein, haben wir uns immer wieder auf die Fahne geschrieben, dass wir weiterhin Innovationen auf den Markt bringen wollen. Haben dafür auch hier in Bamberg einen Verein gegründet, haben mit der Uni viel kooperiert, hatten, weil wir ein schönes Büro hatten mit großem Garten, jeden Monat Innovation-Meetings gemacht und haben so dementsprechend eigentlich ja, viele schlaue, kluge Köpfe bei uns auch im Büro gehabt, die auch zum Teil Ideen mal pitchen durften, also tatsächlich vor allen Studenten und vor uns. Und wenn wir da ein Potenzial gesehen haben in dem Bereich oder halt tatsächlich gesehen haben, okay, das sind zwar sehr technologische Pitches gewesen, sage ich mal, die überhaupt nicht aufs Business ausgelegt waren, aber das ja unser Part war. Und dementsprechend haben wir uns mit den Studenten zusammengesetzt, haben uns überlegt, ey, wollt ihr da nicht vielleicht mit uns zusammen das ganze Produkt umsetzen, haben die angestellt als Werkstudenten nebenbei, die haben, durften sich sozusagen bei uns auslassen, durften da viel probieren, wir hatten alles zur Verfügung gestellt. Und tatsächlich ist aus diesem Konzept auch eins der erfolgreichsten Startups entstanden, das es bis heute noch gibt. Das ist 2013 gegründet worden. Das ist die Favendo GmbH, ist eine auf Bluetooth basierende Indoor-Navigation. Am Anfang angefangen im Retail-Bereich, dann sind wir da noch auf ganz viele andere Bereiche reingerutscht, bis wir gemerkt haben, ja, dass der Markt das vielleicht nicht so dringend braucht, wie wir uns das gewünscht hätten. Das ist ja immer so die Erfahrung, die man mit Startups macht. Man entwickelt ein Produkt für eine gewisse Zielgruppe. Man meint zu wissen, was die Probleme der Kunden sind, entwickelt dementsprechend, ja, man kennt es am Start, also wenn man ein Startup gründet, ist man da ein bisschen grün hinter den Ohren. Ja, und haben dann schnell gemerkt, dass das nicht der Hauptbereich sein wird, in dem wir das Produkt wirklich erfolgreich machen können. Und ich sage mal so, heute 2021 sind wir auf allen neuen MSC-Kreuzfahrtschiffen installiert, sind unter Tage installiert. Was bedeutet das? Sollte jemand mal verloren gehen, sei es auf dem Schiff oder unter Tage, lässt sich das ganz einfach tracken über diese Beacon-Lösung und über unsere App-Geschichte. Genau, so ist dann eins dieser Startups entstanden durch dieses hybride Geschäftsmodell. Wie schon gesagt, mit den 20 Mann der Agentur haben wir uns sozusagen die Werkstudenten und unsere eigenen Ideen Mitarbeitern finanziert, damit wir so eigene Ideen auf den Markt bringen können, haben die immer versucht, in 3 bis 6 Monaten zu evaluieren. Kommen die auf den Markt an, sehen wir da Potenzial und haben uns dann eben ja, Investoren gesucht, Kunden gesucht, Partner gesucht, um das ganze Produkt auch wirklich auf den Markt zu bekommen. Ja, und in diesem Zeitraum von 2014 bis 2018 sind dann noch 5 weitere Startups entstanden, von Sharing-Plattformen bis hin zu ja, Smart-City-Lösungen, sage ich mal, eigene Hardware-Lösungen und verschiedene Software-as-a-Service-Lösungen. Dementsprechend in den Jahren super viel Erfahrung gemacht und gesammelt. Wir sind noch bei Favendo in der Zeit innerhalb von 1 bzw. 1,5 Jahren auf 100 Mitarbeiter gewachsen. Das war auch für uns nochmal eine ja, ganz neue Situation. Also wenn man meine Geschichte nochmal verfolgt, die One-Man-Show dann eingestiegen, die Agentur mit 20 Mitarbeitern aufgebaut, das war ja auch schon mal noch eine Nummer. Da aber nebenbei habe ich die Standortleitung bei Favendo übernommen für Bamberg, weil wir hatten noch einen Standort in Jena.
Ja, allein hier nochmal 50 Mitarbeiter von Favendo, in Jena waren es nochmal 30, 40 und dann hatten wir noch ein paar Vertriebler, die draußen unterwegs waren. Also das war schon nochmal eine harte Zeit, sage ich mal, viel gelernt vor allem. Wie sagt man immer im Startup, man verdient nicht viel, aber dafür nimmt man viel fürs Leben mit. Ja, war spannend. Bin dann wieder, wie schon gesagt, nach den 1,5 Jahren bei Favendo bin ich wieder zurück zur Agentur und das war immer so ein Hin- und Herspiel. Im Prinzip habe ich den Hut aufgehabt bei der Agentur, habe die Agenturleitung übernommen, habe aber nebenbei das Technologische für die Startups mit aufgebaut, das Personal dafür geschärft und gesucht. Hatte aber natürlich noch einen Partner, der immer draußen Vertrieb gemacht hat und Sachen verkauft hat, die wir noch nicht ganz so richtig können oder umgesetzt haben. Das war auch immer eine sehr spannende Zeit, die in kurzer Form dann doch in die Praxis umsetzen zu können, zu wollen, zu müssen. Aber gut, das kennt wahrscheinlich auch jedes Startup. Genau. Jetzt hole ich doch weiter aus als gedacht. Ich hoffe, ich Vielleicht kann ich an langweile dieser niemanden. Stelle kurz, Ja. David, ich mache an dieser Stelle ganz kurz einen Break, bevor du weitermachst, weil jetzt müssen wir die ganzen Golden Nuggets einfach mal herausstellen, denn warum bist du hier im Podcast? Man hat es jetzt spätestens jetzt gemerkt. Du bist wahnsinnig interessiert, du kennst dich inhaltlich natürlich auch zu den Unternehmungen, die du gegründet hast. Du hast mehreren Startups geholfen, wirklich in den Markt zu kommen, ja, und das auch sehr erfolgreich. Also ein Serienunternehmer quasi. Und was ich sehr cool fand vorhin, dass du gesagt hast, einfach auch ein Forum, eine Plattform zu bieten, Startups, dass die sagen können, hey, stellt euch mal uns vor oder euer Geschäftsmodell vor, eure Geschäftsidee vor und wir schauen, wie wir euch helfen können. Was ich auch rausgehört habe, was ich auch super wichtig finde, ist das Thema Geschwindigkeit. Ja, wenn du sagst, so 3 bis 6 Monate in diesem Zeitraum fliegt das Ding oder eben nicht, ja, dann hat man eigentlich eine sehr kurze Evaluierungsphase, ob es wirklich funktionieren kann und kann damit sehr effizient eigentlich auch sagen, in das Unternehmen kann man weiter investieren oder eben nicht. Ja. Also das Genau. sind für mich ganz viele Themen dabei gewesen. Auch sehr spannend, einfach auch zu sehen. Im Grunde ist so die Herkunft wie bei allen Großkonzernen oder großen Denkern, Bill Gates oder Steve Jobs, bei dir genauso in der Garage stattgefunden. Kann man so sagen, ja. Da sind die Parallelen. Nur fehlt's noch bis dahin, ja. Ja, es ist ein Weg, ja, es ist ein sehr lehrreicher Weg, ein sehr, wenn man das den Weg so gestaltet, auch ein Weg in Demut als Gründer wirklich zu starten und zu schauen, wer sind meine Mentoren, wer sind meine Partner oder am Ende auch Investoren, die mir helfen können, hier wirklich diesen Impact im Markt zu erzeugen. Das finde ich sehr cool. Und wir beide haben uns ja getroffen. Ich fand unser Gespräch ausgesprochen sympathisch, weil es einfach auch so ein, ja, so ein Austausch über das, was wir heute vielleicht auch in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft brauchen werden. Also wie kann man sich da engagieren? Und da kommen wir vielleicht jetzt auch im weiteren oder bei deinen weiteren Ausführungen drauf. Definitiv, komme ich auch gerne drauf. Also erstmal vielen Dank für die Blumen. Ja, wir haben auch gemerkt, dass diese Zusammenarbeit ja, ich sage es jetzt mal, mit den Studenten, die einfach auch Bock haben, auf Probleme einzugehen, da Lösungen für zu suchen, das hat mich schon immer motiviert. Das motiviert mich bis heute. Ich bin bis heute noch mit verschiedenen Startups im Gespräch, also mentore diese. Um auch wirklich die Erfahrung, die ich gemacht habe, mitzugeben, weil die größte Erfahrung, die ich machen durfte in dem Bereich, ist, dass es viele technische, schlaue Köpfe gibt, die aber einfach nicht wissen, wie bringe ich das Ding jetzt auf die Straße, wie mache ich den Vertrieb, wie mache ich Marketing. Das sind Themen, die noch nie beschäftigt haben. Also, das ist wirklich, ein Thema, das sehr, sehr wichtig und, bedeutend ist für ein Startup, ob es Erfolg hat oder nicht. Und Gib uns doch mal dann ein paar Insights, weil das ist ja genau das. Jetzt stellen wir uns mal vor, diese Podcast-Folge hören jetzt Studenten, Startups, einfach ein paar Leute, die gesagt haben, hey, wir wollen was zusammen auf die Beine stellen, wir haben eine coole Idee. Was würdest du sagen, so von der Priorisierung, was sind so die ersten 3 wichtigen Schritte, an die ich denken muss, die ich mache, um vielleicht auch mit Personen, wie du es bist, in Kontakt zu kommen und zu sagen, schau mal her, das ist unser Geschäftskonzept. kannst du die Frage noch mal konkretisieren? Okay. Also so Weil, deine ja. 3 Mega-Hacks, ja, was muss ich tun? Also was sind meine 3 Schritte, wenn ich sage, mir ist was im Markt aufgefallen, ich habe recherchiert und
und ich möchte dieses Geschäftskonzept in den Markt tragen. Was ist zu tun? Was sind die drei wichtigsten Schritte aus deiner Sicht? Also, bevor man anfängt, eine großartige Software zu entwickeln, ich weiß jetzt nicht, also gehen wir mal davon aus, es soll eine Softwarelösung sein, ja. Und bevor man jetzt tatsächlich anfängt, da groß was zu entwickeln, ist es natürlich grundsätzlich schön, einen Prototypen mal in der Hand zu haben und das tatsächlich mal umzusetzen. Also, anfangen würde ich heute tatsächlich auf einer anderen Art und Weise. Ich würde erstmal tatsächlich Marketingunterlagen erstellen. Ich würde tatsächlich mit der Zielgruppe, die ich bedienen will, sprechen, das Produkt vorstellen, auch wenn es erstmal nur auf Papier ist, um einfach nur mal zu evaluieren, ist das wirklich die Lücke, die bedient werden soll? Weil, wie ich auch anfangs gesagt habe, als Gründer selber denkt man, okay, man macht eine Marktrecherche, sieht da auf jeden Fall, da ist eine Nische oder die muss besetzt werden. Klar kann man hier in dem Bereich dann auch versuchen, direkt Fuß zu fassen. Man steckt aber meistens sehr, sehr viel Arbeit, Liebe ins Detail mit rein, um dann vielleicht nach ein paar Monaten zu merken, ja, okay, vielleicht war meine Marktrecherche doch nicht so im Detail oder die Zielgruppe hat doch nicht den Bedarf. Dementsprechend definitiv mit der Zielgruppe sprechen. Das wäre der erste Schritt, den ich machen würde. Schön ist dabei immer natürlich auch eine Lösung dann vorstellen zu können. Also wenn ich tatsächlich eine Idee habe, dass ich mir das erstmal einen Pitch-Deck zusammenstelle oder einfach mit den Leuten mal sprechen und hinterfragen, was sind denn wirklich eure Needs, eure Herausforderungen, die ihr tagtäglich habt und wie können wir die lösen. Ja. Das wäre der erste Schritt. Wird auch zu wenig gemacht, oder? Was ist dein Eindruck? Also wenn ich mit Startups spreche, dann ist das oftmals ein sehr unterentwickelter Bereich, die Recherche. Definitiv, definitiv. Ich habe mich da auch mal ein bisschen schlauer gemacht, was sind denn so die, also aus circa 800 Startups eine Analyse getätigt sozusagen. Wann waren diese Startups erfolgreich? Und da gibt es immer so 5 Punkte. Der erste wichtigste Punkt war das Timing. Also wann gehe ich mit der Idee, die ich habe, wirklich auf den Markt? Ist der Markt jetzt so weit, dass es genau heute dieses Tool, die Hardware, was auch immer, tatsächlich braucht? Wenn du das richtige Timing hast, hast du schon mal den größten Erfolg. Der zweite Punkt ist tatsächlich das Team. Also sucht euch die wichtigsten Partner, Co-Founder, wie auch immer. Das ist auch ein absolutes Learning. Weder alleine noch zu fünft, sage ich mal, ist es eine gute Idee, ein Startup zu gründen. Da gab es auch schon einige Gespräche, auch die ich schon mit Startups geführt habe. Ich bin da auch eine sehr ehrliche Socke, wenn ich das mal so sagen darf, und spreche das auch immer ehrlich aus, weil 5 Gründer, die auch Anteile tatsächlich am Unternehmen haben und auch mitsprechen wollen, kann zu späteren Zeit ein bisschen komplex werden. Sagen wir es mal so. Es muss nicht schlecht werden, aber es kann komplex werden. So. Ja, genau. Und bei dem Alleingründer ist natürlich auch das Problem, bei ihm hängt viel. Ja, was ist, wenn er morgen sich das Bein bricht und dann trotzdem mal ein paar Tage im Krankenhaus liegt, passiert nichts. Ja. Ist auch immer schwierig, einen Business Angel oder einen Investor zu finden in dem Bereich. Dementsprechend sollte man sich Co-Founder finden, die tatsächlich im besten Fall das mitbringen, was man selber nicht abdecken kann. Was wären denn gute Kompetenzen? Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass unser Gründer in unserem Beispiel gerade eine Software entwickeln kann, weil er Programmierer ist. Was wären jetzt noch sinnvolle ergänzende Kompetenzen, wo du sagst, das wären eigentlich so 1, 2 Co-Founder, die wichtig wären? Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt diesen Tipp ans Herz legen. Wenn du heutzutage vorhast, ein Unternehmen zu gründen, stehst du sofort vor zahlreichen Herausforderungen. Du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell, unter uns gesagt am besten mehr als eins, eine Marke, Sichtbarkeit, ein Team, Digitalexperten, Mentoren und natürlich Investoren, um in kurzer Zeit ein skalierbares Business aufzubauen. Wir zeigen dir als Startup-Entrepreneur in einem kostenfreien Strategie-Call, wie du mit der Genius Alliance Schritt für Schritt erfolgreich ein profitables Unternehmen aufbauen kannst. Das Einzige, was du jetzt dafür tun musst, ist den Link für deinen kostenfreien Strategie-Call in den Shownotes dieser Podcast-Folge zu finden oder du gehst einfach auf unsere Website www.genius-alliance.com und sicherst dir einen der freien Termine. Du kannst nur gewinnen, also mach es am besten gleich. Meiner Meinung nach der allerwichtigste ist der, der das Produkt auf die Straße bringt. Also man braucht jemanden, der sprechen kann, der sich traut, mal mit Leuten über das Produkt zu sprechen, das zu bewerben, wirklich rauszugehen, groß zu machen, Netzwerk zu betreiben. Weil ohne Netzwerk, ich sag mal immer ohne Vitamin B, es ist schwierig, Kaltakquise zu tätigen. Vor allem,
Man kennt es ja, Startups sind trotzdem relativ jung. Man pitcht jetzt vielleicht von einem mittelständischen Unternehmen, die die Problematik wirklich haben, da eine Lösung zu finden. Also brauchen eigentlich diese Lösung, die man da pitcht. Aber jetzt steht da so ein junger 20-jähriger Kerl, möchte das gern dem 50-jährigen Geschäftsführer präsentieren. Und das meiste, die meiste oder die größte Herausforderung ist einfach, da auch kompetent zu wirken und auch wirklich zu zeigen, dass das einen Wert hat. Also im Prinzip sprechen zu können, ist wichtig. Man muss ein Business Development aufsetzen können. Also wie funktioniert das? Was ist das denn wirklich für ein Mehrwert für den Unternehmer? Das sind so die wichtigsten Skills meiner Meinung nach. Der Rest kann Ja, man sich total. alles über Dritte mitholen. Also man braucht jemanden, der die Technologie versteht, jemanden, der das Produkt nach außen vertreten kann, weil jemand, der technisch spricht, tut sich schwer bei jemandem, der die Technik nicht versteht. Und da braucht man einfach einen Menschen, der, ja, ich sage mal, nicht so technisch spricht, sondern tatsächlich eher auf der Business-Seite die Erfahrung vielleicht mitbringt oder zumindest das Produkt anders erklären kann. Das ist auch interessant, weil ich habe am Anfang meiner Karriere immer gedacht, okay, Thema Vertrieb ist total wichtig, aber es ist im Grunde so eine Doppelfunktion. Nämlich einmal Kommunikation, aber auch diese unternehmerische, vertriebsorientierte Denke, ne? Also, dass ich zum Beispiel sage, okay, wie viele Einkommensströme oder Geschäftsmodelle haben wir denn für unser Produkt? Und da wird ja oftmals nur an eins gedacht. Ja, dass ich zum Beispiel sage, meinetwegen, meine Software hat irgendwie ein Lizenzmodell. Ja. Dass man aber zum Beispiel auch mit Kooperations- oder Werbepartnern reden kann, wäre ja eine zweite Variante, ja, oder eine ergänzende Absolut. Variante. Und wenn du aber Und jemanden hast, der nur Vertrieb macht, ja, dann hast du unter Umständen jemanden, der sagt, ich interessiere mich eigentlich gar nicht zu sehr für die Technologie, der rennt aber da draußen rum und erzählt, was die Software alles kann, was sie eigentlich nicht kann. Ja, also das gut, hatte da ich muss zum Beispiel auch mal bei einem meiner Startups. Ja. ja. Kann gut und schlecht sein, kommt immer ganz darauf an, wie der Termin läuft. Wenn zumindest der Vertriebler ein grobes Verständnis von der Technologie hat oder in welche Richtung man die vielleicht ja, pivoten kann, wenn ich das mal so sagen darf, weil man kann ja auch Geschäftsmodelle anpassen. Die Software kann ja schon eine gewisse Funktionalität bereitstellen, aber vielleicht will der Markt halt eine andere Lösung haben, aber die Software bringt schon vielleicht die Basis mit und man muss es dann lediglich ein bisschen umswiften. Aber um vielleicht mal zurück zu dem Hauptthema zu kommen, weil du auch nochmal angefragt hast mit diesen Innovation-Meetings und mit den ganzen Startups und Studis und so weiter. Genau da ist die Krux meiner Meinung. Und was ist die Erfahrung, die ich in dem Bereich gemacht habe oder was möchte ich jetzt besser machen? Einmal den Zugang. Also wie komme ich überhaupt, wenn ich jetzt ein junges Startup bin, möchte gründen, habe aber natürlich kein Netzwerk. Woher? War noch vielleicht noch nie in der Arbeitswelt, kenne vielleicht auch niemanden. Wie komme ich überhaupt jetzt zu solchen Leuten und kann sowas mal vorstellen? Klar, es gab ganz viele Events. Jetzt natürlich zu Corona war es ein bisschen schwierig, bei denen man sich auch mal präsentieren kann, mal vorstellen kann. Aber meiner Meinung nach ist es besser, wenn man tatsächlich konkret matcht. Bedeutet, man bringt Startups und Unternehmer zusammen, die einen vielleicht das Problem haben, die andere die Lösung und lässt sie einfach mal zusammen, ganz unabhängig davon, oder man begleitet sie vielleicht einfach mal sprechen, um zu sehen, ob die Lösung wirklich in die Richtung geht. Und das ist das, wo ich auch hin möchte. Also ich habe auch gelernt in den letzten Jahren, man muss die Leute zusammenbringen und das dauert auch eins, zwei, drei, vier Mal vielleicht die Termine oder Veranstaltungen, damit es dann mal Klick macht auf beiden Seiten. Dauert ein bisschen Zeit, sage ich immer, aber das Wichtigste ist, die Türen zu öffnen, den Startups die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Man lernt da auch ziemlich viel und dann läuft es im besten Fall von alleine. So wünscht man sich es zumindest. Ganz so einfach ist es dann natürlich nicht, aber der erste wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach tatsächlich mit seiner Zielgruppe zu sprechen und da reinzukommen. Da können wir nachher mal ganz kurz unser Ideenkonstrukt skizzieren. Wir haben es noch nicht wirklich ausformuliert, aber was wir beide da zusammen machen. Ich würde aber noch gerne einen kleinen Schlenker machen. Ich habe dich ja vorgestellt als Erfinder der Digitalfabrik. Ist die Digitalfabrik tatsächlich vielleicht sogar das Hub von dem, was du gerade vorgestellt hast? Das kann es werden, sagen wir es mal so. Man muss aber berücksichtigen, die Digitalfabrik hat eigentlich ein anderes Geschäftsmodell. Komme ich jetzt aber Ja, gleich erzähl mal mal. zu, wie ist das überhaupt entstanden? Genau. Ja. Wir waren vorhin in dem Zeitraum 2014 bis 2018, wo wir die ganzen Startups gegründet haben, das hybride Geschäftsmodell mit der Agentur. Habe da dann gemerkt, dass mir nach einer gewissen Zeit, sage ich mal, das Agenturgeschäft
ja, nicht mehr die Freude gebracht hat, wie ich sie vielleicht mit Startups habe, und nicht mehr die Motivation. Dementsprechend habe ich auch die Agenturleitung aufgegeben 2018 und bin dann rein in die, ja, ich sag's, ja, ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber das kennt nun mal jeder, ins Consulting. Also wie kann ich mittelständische oder Konzernunternehmen in der digitalen Transformation unterstützen? Da war ich beratend unterwegs seit 2018, bin aber auch zugleich mit, ich sage immer, Small Smart Money in Startups eingestiegen und habe die natürlich versucht, auch mit großzuziehen, Netzwerk aufzumachen, zu begleiten, Mentoren, die richtigen Wege zu finden, Kontakte zu finden. So, das war dann mein Geschäftsmodell seit 2018. Hatte da, wie schon gesagt, verschiedenste Unternehmen von der Zwei-Mann-Firma bis hin zur, boah, ich glaube, 400-500-Mann-Firma und größer in der digitalen Transformation begleitet. Zugleich eben, das war da mein hybrides Geschäftsmodell, sage ich dann immer, also Mittelstand begleitet und zudem Startups begleitet, und habe das bis heute nicht aufgegeben, habe aber in der Zeit gemerkt, dass es nicht nur rein an der digitalen Transformation, also digitale Geschäftsmodelle wie Softwaren oder interne Prozesse über Software lösen und nicht mehr über Excel bleibt, sondern man geht in Unternehmen rein und sieht da ganz viele Ansätze. Die sind zum Teil so weit hinten her, schreiben sich vielleicht Industrie 4.0 auf die Fahne, aber wenn du dann in die Unternehmen gehst, ja, sage ich mal, da ist schon noch Aufholbedarf. Ja. Was ist aus deiner Sicht das größte Problem dieser Unternehmen? Weil ich habe genau dieselben Erfahrungen gemacht wie du. Was ist dir aufgefallen? Also zu 90% das Verständnis. Digitalisierung und digitale Transformation, das sind so riesen Begriffe. Da kann man sich nicht viel drunter vorstellen, vor allem nicht die Unternehmer. Ja. Und das ist meiner Meinung nach die allergrößte Herausforderung. Und genauso ist Digitalfabrik entstanden, weil ich gemerkt habe in den letzten Jahren, okay, wir brauchen mehr Verständnis in den Bereichen. Und dementsprechend haben wir uns 5 Kernkompetenzen hier auf die Fahne geschrieben. Das ist einmal die digitale Transformation, alles, was mit Hard- und Softwareentwicklung zu tun hat. Der dritte Part ist Internet of Things oder IoT, so kennt man es. Der vierte Part ist Machine Learning, Künstliche Intelligenz. Und der letzte Part, der vielleicht gefühlt nicht reinpasst, aber super wichtig ist, ist das Industrial Engineering. Bedeutet, wie kann ich in der Industrie neue Arten der Fertigung etablieren, integrieren, vielleicht automatisieren. Und diese 5 Kernbereiche spielen alle untereinander eine wichtige Rolle in den Unternehmen. Ja. Das gilt es zu orchestrieren, ja. Genau so ist es. Und das ist die Erfahrung, die ich die letzten Jahre gemacht habe. So ist die Digitalfabrik entstanden. Auch hier wieder dieses typische Modell, Konzept erstellt innerhalb von 3 Monaten. Dann nach 3 Monaten am Markt gebracht, wie ich es vorhin gesagt habe. Wir präsentieren uns mal mit einem Pitch-Deck, ja. Also Marketingunterlagen erstellt, um das Verständnis zu schaffen, um dann eben zu merken, okay, es kommt bei den Unternehmen an, aber auch hier wieder das Gefühl gehabt und auch gemerkt, okay, die brauchen mehr Input, viel mehr Projektbeispiele zum Beispiel. Das ist so ein absolutes Learning, und dementsprechend haben wir 4 Dienstleistungen, die wir anbieten. Das sind zum einen Impulse, das heißt, wir haben hier bei uns in der Digitalfabrik in Bamberg ganz viele verschiedene Installationen. Sei es Hardwarelösungen, Softwarelösungen, sei es tatsächlich für die Industrie entwickelte 3D-Drucker auf verschiedenen Komponenten aufgebaut und für verschiedene Anwendungsfälle. Also wir haben hier wirklich viel zum Anfassen, sage ich mal. Das sind einmal die Impulse geben, damit das Verständnis bei der Geschäftsführung in den mittelständischen Unternehmen überhaupt erstmal aufkommt, damit sie sehen, okay, ich kann das anfassen, ich sehe es, ich kann es verstehen. Der zweite Punkt ist dann tatsächlich, weil da hapert es bei vielen Unternehmen, ist, die Mitarbeiter zu befähigen, auch in diesen neuen Themen Fuß zu fassen. Also was bedeutet überhaupt Software as a Service? Was bedeutet überhaupt additive Fertigung? Was bedeutet, wie funktionieren vielleicht Tools, Software? Gibt es da überhaupt was, die meinen Prozess vereinfachen? Also hier tatsächlich Verständnis zu schaffen. Dementsprechend geben wir hier Workshops, Schulungen, aber jetzt nicht so Standard-Workshops, wie sie vielleicht irgendwelche Zentren anbieten, sondern wir gehen immer auf den Kunden ein. Wir sprechen im Vorfeld, schauen uns die Herausforderungen an, bauen daraufhin einen Workshop auf, in dem tatsächlich die Mitarbeiter wieder zurück in die Firma gehen mit einem komplett neuen Mindset. Das ist unser wirklich größtes, wichtigstes Ziel, das Mindset mal ein bisschen aufzubrechen und nicht mehr so dieses Tunneldenken, sondern mal über den Tellerrand schauen, neue Ideen mit einbringen,
Und da wir so verschiedene Kompetenzen hier anbieten, können wir auch viel mit Sensorik zeigen, was möglich ist, mit Software zeigen. Also es ist nicht nur ein Workshop, der trocken ist, sondern da wird wirklich auch angefasst, getestet und Live-Cases umgesetzt, die tatsächlich später in der Firma auch umgesetzt werden können. Ja. Was ist der und Vorteil daran? Ja? Entschuldigung? Und es sieht auch aus wie eine Fabrik bei euch, was ich sehr cool finde. Also so Industriedesign, wie man das eigentlich aus so einer New Yorker Company vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Also ich war sehr beeindruckt, was da gebaut wurde und wie ihr arbeitet, dichtet und denkt. Sehr cool. Und ich finde das deshalb so eine wichtige Arbeit, die du mit deinem Team machst, die ihr in der Digitalfabrik macht, weil die Entscheidungen ja davon abhängig sind. Also habe ich diese Kompetenz nicht, wie soll ich mich dann für eine Innovation in meinem Unternehmen entscheiden oder überhaupt einen Prozess anstoßen, der Innovationen hervorbringt? Ja? Genau. Ja. Sehr cool. Ganz genau. Und das ist der Ansatz, die Mitarbeiter zu befähigen, in dem Bereich auch dann später im Unternehmen das Ganze weiterzutragen, das Verständnis zu schaffen und selbst mitzudenken. Das heißt ja noch lange nicht, dass die das auch selber umsetzen müssen, aber es geht halt einfach darum, das Mindset ein bisschen zu shiften in ja, ein etwas innovativeres Denken und nicht nur, ich arbeite 9-to-5 ab. Ja, und absolut. Man glaubt es kaum, es gibt viele Mitarbeiter in den Unternehmen, die das auch wollen. Und mit denen wollen wir auch im besten Fall starten, weil die tragen das Ganze auch wirklich mit in die Unternehmen. Und der nächste Schritt ist dann meistens, dass man tatsächlich anfängt, Prototypen zu entwickeln, die man dann hier bei uns in der Fabrik erstmal testet, die dann später integriert werden können, um da ja einen ersten Anreiz zu bekommen, was denn möglich ist, was uns das wirklich für Vorteile bringt, bis hin zur kompletten Projektumsetzung. Und da arbeiten wir dann zum Beispiel auch mit vielen Partnern zusammen, weil es gibt einfach viel zu viele Technologien, Möglichkeiten, Tools. Und wenn ich die hier alle abdecken wollen würde, müsste ich mir noch 5 Fabriken sozusagen herstellen und ganz viele Mitarbeiter. Wer weiß, wer weiß. Ja, wer weiß, genau. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt einfach viele Partner bei uns, die wir mit an Bord haben, die einfach ihre Kompetenz, Kernkompetenz in diesen Bereichen haben. Sei es RFID-Technologie, sei es wirklich die Softwareentwicklung auf Java-Basis oder auf einer PHP-Basis etc. pp. Im App-Bereich. Und da ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation, wenn die Kompetenz, die wirklich den Fokus darauf hat, hier mitwirkt, wir aber interdisziplinär alle Köpfe zusammenschmeißen und das bestmögliche Produkt sozusagen auch für den Kunden entwickeln können. Ja, das ist ja, und da deckt sich ja unsere Arbeit, ja, während du das ja wirklich formal auch in einem Gebäude machst, ist ja das, was wir zum Beispiel mit der Jeans Alliance University ausschließlich digital machen, so hochinteressant, weil ja genau dieses Fachkräfte zusammenbringen an einem Ort, ob jetzt offline oder online, total wichtig ist, aber auch das Orchestrieren. Also wie schaffst du es, dass irgendwann mal ein konkretes Projekt benannt wird, ja, und dann auch die richtigen Partner zusammenfinden können, um gemeinsam an diesem Projekt zu arbeiten. Alles andere ist ja sonst nur ein Wissenskonsum. Ja. So ist es, ganz genau. Ja. Schön. Und das können wir auf jeden was Fall so mit deine... der Digitalfabrik abdecken. Ja. Ja, nee, bitte. Nur noch ergänzend, genau, das wollte ich eigentlich nur noch mal ergänzen, dass das tatsächlich das Konzept der Digitalfabrik ist. Einmal interdisziplinär Wissen zusammenbringen und dann mit Partnern das Ganze auch auf die Straße zu bekommen, mit den richtigen Partnern in kurzen, agilen Zügen. Wir sind ja auch Freunde von agiler Entwicklung. Sicherlich stimmst du mir dazu, dass das 1000-mal besser ist als das typische Projektmanagement-Wasserfallmodell. Ja. Ja, absolut. Ja, absolut. Wir müssen schnell sein. Das ist ja auch unser Auftrag, den wir ja auch immer wieder da draußen rumposaunen, dass wir sagen, der Standort Deutschland, Europa, braucht, und wir haben ja diese schlauen Menschen. Ja, wir sind ja ein Erfindervolk. Ja? Wir brauchen einfach nur das Umfeld oder vielleicht Inkubatoren, ja, oder Spaces, die wir einfach nutzen können. Und deswegen ist dieses Zusammenbringen, dieses Connecten, wie du vorhin gesagt hast, dieses Netzwerke aufbauen, super wichtig. Und da ist Bamberg ja ein hochinteressanter Standort. Zum einen, weil es bei mir in der Nähe ist. Und zum anderen, weil es so geografischer Mittelpunkt eigentlich in Deutschland ist. Ganz genau. Ja, das kann man ja auch mal an dieser Stelle sagen. Überall in wenigen Stunden hin, das tatsächlich war. Ja. Ja, absolut. Nee, da bin ich voll bei dir. Um mich hier vielleicht noch mal kurz eine Anekdote einzubringen, weil wir das Thema zumindest angeschnitten haben und ich finde es super wichtig, noch mal kurz zu ergänzen.
Ich durfte auch schon die Erfahrung machen, in verschiedenen Inkubatoren oder Accelerator-Programmen dabei zu sein mit den Startups, bei denen ich mich beteiligt habe. Und durfte mir auch da die Herangehensweise ein bisschen genauer anschauen. Ja. Und im Prinzip ist das Learning, das ich daraus schon wieder gezogen habe, dass es meiner Meinung nach komplett in die falsche Richtung geht. Ohne das jetzt schlecht gegenüber den Accelerator-Programmen darstellen zu lassen, aber die meisten sind tatsächlich staatlich gefördert, haben da geht es eigentlich eher darum, Coworking Space aufrechtzuerhalten, indem sich Startups connecten können, Netzwerkaktivitäten schärfen können und so weiter. Aber zum Schluss, am Ende des Tages, geht es immer darum, nach 3 bis 6 Monaten ein fertiges Pitch-Deck zu haben mit einem Businessplan, ohne jemals das Produkt evaluiert zu haben, mit Kunden zu sprechen und so weiter. Und das ist so ein Punkt, den ich mir da auf jeden Fall mitgenommen habe und in Zukunft ganz anders machen wollen würde. Also wie ich es vorhin auch schon angesagt habe oder angebracht habe, mein Wunsch ist es tatsächlich, die richtigen Leute zusammenzubringen. Unternehmerischer Seite, aber auch von der Startup-Seite. Und dort war es eher so, ja, Startups, connectet euch mal, macht mal einen schönen Pitch-Deck, dann gibt es ein großes Event nach 6 Monaten, da sitzen dann vielleicht 2, 3 Unternehmer, die sich das anhören, aber überhaupt nicht in dem Thema sind. Also meiner Meinung nach absolute Zielverfehlung. Klar, die Accelerator, die haben einen Zulauf, das ist unfassbar. Da werden ja auch immer bestimmte Startups nur ausgewählt. Kann es aber ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, muss ich dir Es ganz ehrlich ist, sagen. ja, ich verstehe das, ich kann es total gut nachvollziehen. Das war ja auch unter anderem ein Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen das anders gestalten, weil ich glaube ganz fest daran, wenn ich mal so an meine berufliche Unternehmerkarriere denke, dann ist das, woran ich wirklich gewachsen bin, waren das meine Mentoren, ja, die sie aber auf mich eingelassen haben. Also ich war nicht in einem Sammelbecken irgendwo, ja, oder irgendeins von vielen Startup-Unternehmen, sondern ich hatte wirklich Leute, die sich mit mir hingesetzt haben, von denen ich lernen konnte, die mir ihre Abkürzungen gezeigt haben, die mir ihre Infrastruktur, weiß ich nicht, für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung gestellt haben. Aber da ging es nicht nutze mein Büro, ja, und Hauptsache, du hast jetzt irgendwie einen Briefkasten und ein Firmenschild vorne an der Hauswand hängen, sondern es ging vor allem um diesen Wissensaustausch und das aktive Vernetzen in Netzwerke hinein. Und das hat mich unfassbar weit gebracht. Das True war der Story. Booster. Da kann ich Ja, nur das. zustimmen, das ist genauso bei mir auch gewesen und dementsprechend auch die Erfahrung der anderen Accelerator-Programme so mitzunehmen, dass man es jetzt einfach anders angeht. Und das ist ja auch tatsächlich unser Plan, im besten Fall sogar für Quartal 1 nächstes Jahr. Das war der Wink mit dem Zaunpfahl. Also, wir können es ja der Community hier schon mal andeuten. Ich würde vorschlagen, wir beide machen noch mal ein Update als Podcast-Folge, wo wir das dann noch ein bisschen konkretisieren, denn wir beide denken gerade darüber nach, wie wir das zusammen machen können. Ja, also wie können wir unsere Assets Startups zur Verfügung stellen, die genau dieses Orchestrieren wichtig finden, dieses Netzwerken, diesen persönlichen Austausch, dieses aktive und schnelle, konzentrierte Arbeiten und das vielleicht in einer Masterclass, die sowohl digital in der Jeans Alliance University, aber eben auch in der Digitalfabrik stattfinden kann. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin auch gespannt, was deine Community oder unsere Community dazu sagt und wie das Ganze anläuft. Ja, wie es angenommen Das wird. schneidest du Genau. raus. Das finde ich nicht doof. Das finde ich jetzt nicht cool. Habe ich dir nicht gesagt, dass hier nicht geschnitten Doch, hast du. Nein, wird? aber tatsächlich, es ist ein neues Konzept. Es ist nicht üblich, wie es vielleicht andere machen. Wir stecken da auch viel mehr Arbeit mit rein. Es geht nicht darum, Platz zu schaffen und dann eine Bühne zu stellen, sondern hier geht es wirklich aktiv darum, mit den Startups zusammenzuarbeiten, die auch wirklich im besten Fall sogar tagtäglich zu begleiten, ja, zu jeder Frage zur Seite zu stehen. Ja, bringt ja nichts, das halbe Herz mitzubringen, sondern man muss schon das ganze Herz mit rein. Und wenn ich sage immer, mich kann man am leichtesten motivieren, wenn das Startup selbst motiviert ist. Dann kann ich gar nicht anders, wie Tag und Nacht selbst noch dran zu denken und zu arbeiten und zu überlegen, wie man das Ganze groß machen kann. Und der Vorteil natürlich bei uns beiden wäre in dem Bereich, dass wir zum einen ein Riesennetzwerk haben, ja, sei es an verschiedenen Partnerunternehmen, die auch Entwicklungsleistung mitbringen können, sage ich mal, auf kurzfristige, also bevor man jetzt die richtigen Mitarbeiter findet, heutzutage IT-Ressourcen finden super schwierig. In dem Bereich zu unterstützen, zum anderen natürlich auch verschiedene
Unternehmer mit reinzubringen. Aber natürlich auch nichtsdestotrotz, ab einem gewissen Punkt braucht man auch ein bisschen Kapital und da auch natürlich die Angels mit einzubeziehen oder Investoren, vor allem die richtigen Investoren zu finden und nicht reine Geldgeber, die alle zwei Wochen eine Excel-File wollen mit den Zahlen, sondern da wirklich strategisch mitarbeiten. Ja, schön. Sehr cool formuliert. Super. Genau darum geht's. Das ist auch aus meiner Sicht so eine ganz besondere Wertschätzung der Gründer und Gründerinnen, die sich ja über Nächte, Tage, Wochen hinweg Gedanken gemacht haben, wie sie ihren Beitrag leisten können. Ja? Und dann diese Aufmerksamkeit auch zu geben, ja, also da auch Räume aufzumachen, wo das stattfinden kann, das finde ich wichtig. Sehr cool. Ja. Lieber David, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Ich habe noch so eine kleine Frage-Antwort-Runde. Es ist ganz lustig, weil wir haben ja im Vorgespräch, hast du mich ja gefragt, hey, jetzt legen wir mal los mit deinen Fragen. Ich habe dir dann erklärt, dass eigentlich der Job hier im Podcasten deiner ist, den Content zu produzieren. Aber ich habe jetzt doch noch so eine spontane Frage-Antwort-Runde für dich. Ist das okay? Sehr gerne. Ja. Ich nenne die Personal Insights. Das heißt, ich stelle dir Fragen und du versuchst so in einem Satz oder einem Wort zu antworten. Aber wenn du jetzt schon lachst, das kann ja nur lustig werden. Okay, ich bin gespannt, ob ich es hinbekomme. Ja, das wird total lustig. Also für mich. Frage 1, Elevator Pitch. Wer bist du und was macht dich aus in einem Satz? Querdenker im positiven Sinne. Ja, gute Ergänzung. Motivator. So würde ich es mal stehen lassen. Sehr cool. Ja, dieses Reduktive, das ist genau das, was ich auch sehr mag. Auf den Punkt. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeinen Spleen oder eine Eigenart, die du hast, die du noch niemandem erzählt hast und hier in diesem Podcast bei uns das erste Mal öffentlich erzählen möchtest? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich hoffe ganz ehrlich, dass mir nie jemand diese Fragen stellt. Kann ich verstehen, weil die Antwort dazu sehr schwierig wird. Ich betrachte mich ja sehr selten von außen, sage ich mal. Von daher, ich habe es auch noch nie tatsächlich mitgeteilt bekommen. Vielleicht traut sich das der ein oder andere auch nicht. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Habe ich einen Spleen, den man so noch nicht... Naja, was heißt, den man so vielleicht noch nicht kennt? Ich würde es eher als positiv auch hier wieder bezeichnen, wenn es auf der Welt neue Dinge gibt, neue, egal was es ist, sei es die Kryptowährung, sei es irgendwas in die Richtung, da steige ich sofort mit auf und fuchse mich in diese Themen ein. Ja, sehr geil. Das könnte ein Spleen sein, ich weiß es nicht. Mich interessieren ständig neue Dinge. Ich kann gar nicht ohne. Sagen wir es mal so. Ich brauche das. Ja, das kenne ich. Sehr cool. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Essen und Trinken? Nein, doofe Antwort, ich weiß. Nein, okay, mach mal nochmal neu, das schneiden wir raus. Was könnte ich in meinem Leben... Nichts geschnitten, er glaubt es mir nicht. Nein, ist in Ordnung, lass ruhig drin. auf was könnte ich nicht verzichten? Im Prinzip alles, über was wir gerade gesprochen haben. Mir macht es... Ich brauche immer wieder neue Dinge. Ich muss, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich mache einen 9-to-5-Job die nächsten 30 Jahre, das wäre für mich die Hölle. Oh Gott, ja, verstehe ich. Okay. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Vielleicht auch eine Standardantwort, aber keine. Ich habe aus allen Erfahrungen so viel gelernt, und man glaubt gar nicht, wie wichtig das ist, selbst Erfahrung zu machen, Fehler zu machen, auf die Nase zu fallen und wieder aufzustehen. Auch das Vertrauen zu haben, dass in den Tälern, ja, es ist ja immer so eine Kurve des Lebens, ja, und dass in den Tälern auch das Learning steckt, was man aber noch nicht sofort begreifen kann, wenn man im Tal ist. Erst im Review, ne? Also in der Rückschau und der Reflexion versteht, okay, ja, jetzt verstehe ich, warum ich da durch musste. Genau so ist es. Es ist ein Mindset-Thema und da bin ich auch der absolute Freund von sowas den Leuten, egal in welcher, ob Startups sind, Unternehmer mitzugeben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, der einen auch privat, nicht nur im
auf der Business-Seite echt weit bringen kann. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder schon tot, treffen würdest, wer wäre das und was würdest du diese Person fragen? Da muss ich mich jetzt outen. Bin gespannt. Ich habe tatsächlich in der Hinsicht niemanden, wo ich sage, den, also ich, das, da gibt es jetzt gibt's keine Antwort drauf. Okay. Was ich mal sagen kann, nein, für mich sind alle Menschen gleich. Grundsätzlich sind wir alle Menschen, egal ob jetzt prominent ist, was Besseres oder sonst wer. Ich freue mich über jeden Kontakt. Ja, ich freue mich mit jedem, mit dem ich sprechen kann, egal welche Position er hat. Ja. Wichtig ist für mich immer auf Augenhöhe zu sein. Vielleicht eine Anekdote. Ich hatte damals Frank Thelen mal kennenlernen dürfen. Auch nur von Messehalle A zu Messehalle B mitgelaufen, Elevator Pitch vorgestellt von einem Startup, in dem ich beteiligt war. Das war mal eine coole Erfahrung, sage ich mal. Ja, vor allem, weil der Frank ziemlich groß ist. Aber es gibt jetzt keine Person. Ja, klar würde ich mal mit Elon Musk gerne mal einen Talk halten. Ja, vielleicht, das wäre mal sehr interessant, aber nichts, wie hat der Frank eigentlich reagiert? Also du hast den Pitch gemacht, ihr seid dann irgendwann angekommen und dann hat er gesagt, ja, danke, wir melden uns. Nee, ein bisschen anders. Tatsächlich war gerade, das war, glaube ich, die Cebit damals. Ich weiß gar nicht, warum ich da dort war. War in der Ecke der Messehalle gestanden, hat sich fotografieren lassen, wahrscheinlich von der Zeitschrift. Ich bin mal hingelaufen, habe ihn direkt geduzt. Das ist einfach so meine Art. Ich meine, hey Frank, hast du mal 5 Minuten für mich? Meinte er, ja, aber ich muss von jetzt mal schnell zum nächsten Termin. Kannst gerne mich begleiten. Und dann ja, habe ich meinen Elevator-Pitch mal in den 1-2 Minuten runter sehr geil. Gerasselt. Er meinte, super interessant, du musst zu meinem Startup, Xentral heißt es, da war damals, hat frisch investiert, glaube ich, und es war genau ja, eine Nische, die noch nicht bedienen konnten. So ist es eigentlich abgelaufen. Das heißt, ich durfte den ganzen Pitch nochmal den Geschäftsführer von Xentral vorführen. Ja, sehr geil. Hat das funktioniert am Ende? Wir hatten uns öfter ausgetauscht. Problem war, dass Xentral in dem Moment absolut in Wachstumsphase war und erstmal die Produkte auf die Reihe kriegen mussten und die ganzen Kunden onboarden, bevor sie neue Technologien einsetzen konnten. Deswegen hat sich alles verschoben. Ja, das zum Thema Timing, ne? So ist es, genau. Okay. Welche war die beste Entscheidung in deinem beruflichen Leben? Mich selbstständig zu machen. Obwohl die Entscheidung ja von meinem damaligen Geschäftsführer getroffen wurde, weil er mich fristlos entlassen hat. Aber im Endeffekt muss man dann auch selber sagen, okay, jetzt zieh es durch. Man muss ja auch überlegen, ich habe da wirklich 2 Jahre Schule gemacht, dann war ich ein Jahr angestellt als Entwickler und dann mache ich mich von heute auf morgen als One-Man-Agentur, mit die alles anbietet, Screen-Design, Web-Design und so weiter. Das war, ja, den Schritt. Ja. Gibt es ein Buch, was du uns empfehlen kannst? Was irgendwie einen besonderen Mehrwert für dein Leben hatte, was dich irgendwie, was dir jetzt so spontan einfällt? Was ich sehr interessant fand, weil es einfach mal Blickwinkel ändert, ist Kopf schlägt Kapital. Ja. Das fand ich sehr interessant, weil man einfach mal komplett andere Denkweise auf bestimmte Situationen mal ansetzen kann. Und das unabhängig, ob es jetzt wieder Business ist oder im Privatleben, ja, da gibt es verschiedene Ansichtspunkte, wie man da vorgehen kann, fand ich super interessant. Vor allem auch, weil viele sagen, man braucht ja mehr Geld, um irgendwie was groß zu machen. Auch in dem Buch wird dargestellt, dass es gar nicht so viel Geld benötigt, sondern man kann auch anders Geschäftsmodelle aufbauen. Ja, oder stark. Sein eigenes Leben auch ein bisschen anders führen, sage ich mal. Wir packen das Buch in die Shownotes dieser Podcast-Folge, natürlich auch mit allen Kontaktdaten zu dir, dass man sich mit dir schnell vernetzen kann, mit dem Link zur Digitalfabrik in Bamberg unbedingt. Und noch die Frage, oder 2 Fragen habe ich noch. Eine Frage, welche 3 Interviewgäste willst du, kannst du uns hier empfehlen? Wen würdest du hier gerne mal hören? Das sind wieder so Fragen, da hätte ich mich tatsächlich mal kurz drauf vorbereiten müssen. Dann wäre es aber weniger lustig für mich. Verstehe. 3 Leute würde ich empfehlen. Also konkret wahrscheinlich 1-2 Startups, die mir so im Kopf schwirren, die vielleicht interessant sein würden, um ihre Idee vielleicht mal vorzustellen. Ja. Das ist übrigens, damit du jetzt noch ein bisschen überlegen kannst, noch ein kleiner Einklinker hier.
Das ist übrigens wirklich auch gewollt, dass wir diesen Podcast hier als Plattform für euch da draußen, die ihr ein Startup habt, Gründer seid, dass ihr das hier nutzen könnt. Also gerne uns eine E-Mail schreiben oder irgendwie Kontakt aufnehmen und dann könnt ihr euer Startup hier im Podcast vorstellen. So, jetzt wieder zurück die Schalte zu David. Ich bin aber tatsächlich jetzt nicht auf konkrete Namen gekommen. Shame on me. Shame on me. Komm später in die Shownotes, die schreibe ich dir noch dazu und dann legst du mit rein. Ja, ist geil. Okay. Ja, du musst ja auch überlegen, du betreust ja jetzt auch ein paar Startups, sind ja jetzt nicht so 1, 2, 3, dass du vielleicht für dich auch mal überlegen kannst, wer braucht jetzt ad hoc schnell Hilfe jetzt hier über die Reichweite. Sehr cool. David, es hat mir wie immer total viel Spaß gemacht. Ich bin sehr dankbar, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass wir diese Podcast-Folge hier aufnehmen konnten. Und ich würde gerne das Schlusswort dir überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, was wäre das? Das Mindset aller Menschen. Im positiven Sinne bedeutet anderes Denken, Fehlerkultur, nicht so viel gegeneinander, mehr miteinander. Schön. Das lassen wir genauso stehen. Danke, David. Danke dir auch für die Einladung zum Podcast. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich vor allem auch auf die nächsten Sessions. Yes. Weil ich stark davon ausgehe, dass wir da noch einiges auf die Beine stellen können, was tatsächlich einen absoluten Mehrwert für die Startups da draußen auf der Welt mitbringen kann.